So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wir spielen heute mal Rocket League. Das Spiel ist eigentlich relativ bekannt, spielen recht viele. Ich habe das jetzt auch seit gestern Abend. Hab mir gedacht, ja komm, das Spiel ist beliebt, kannst ja mal das Let's Playen, ist ein bisschen dumm. Ja, hat keine Story, kann man nicht Let's Playen. Gut, hab schon ein bisschen was freigespielt. Hier kann man mal zeigen, hier, ich habe alle Autos bis auf 2. Ich spiele generell mit dem Prozent hier, den X-Devil. Habe dann hier Tech draufgepackt. Dann hier matte Grundfarbe, sieht man ja ganz nicht. Und rissig, weiß nicht, ob man das erkennt. Ich mache mal kurz auf meine Primärfarbe drauf, die dann so aussieht, meine ich, glaube ich, ein bisschen besser. So zerrissen halt. Ich glaube, matt. Das hier wäre natürlich nochmal mit Orange. Haben wir auch hier ein bisschen angepasst, weil standardmäßig ist es so ein Blau, glaube ich. Ich habe das hier genommen jetzt. Ist ein bisschen türkiser. Was haben wir noch? Wir haben noch Reifen. Da habe ich hier die tollen Stachelreifen. Die heißen Grog. Oder Grog. Wie sieht die? Ganz nice aus. So, dann der Boost. Habe ich hier so einen Wasserboost. Der ist Hydro. Habe ich mir gegönnt. Standardmäßig hatte ich den blauen. Aber ich habe mir dann den Tour genommen. Es gibt auch noch Gras. Geld habe ich dann auch noch freigeschalten. Funkeln. Und Regenbogen. Aber ich bleibe bei Hydro. Ich mag Wasser. Ja, hier habe ich einen Heiligenschein, habe ich eine Krone, Lokomotive, Warnlicht, das klingt so schön. Sombrero und ein Mohawk. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall bleibe ich beim Heiligenschein, das sieht nice aus. Er dreht sich irgendwie nicht mit, oder? Immer in derselben Richtung. Die Leute unscharf, okay. Dann noch Antennen. Ich hasse Antennen im Game, das sieht richtig scheiße aus, finde ich einfach nur. Deswegen keine. Ja, eigentlich bin ich Semi-Profi, sieht man ja unten links. Ich bin Level 11 jetzt schon und bin Semi-Profi, aber ja, keine. So, gut, dann gehen wir hier wieder raus. Und ich würde sagen, wir fangen heute noch nicht richtig an mit einem Online-Game, sondern machen erstmal das Tutorial, damit ich es auch mal gezeigt habe. Weil mir ist aufgefallen, viele zeigen es nicht, oder jedenfalls habe ich noch keinen gesehen, das gezeigt hat. Deswegen werden wir jetzt einfach mal heute spielen. Und ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, ob ihr sehen wollt, wie ich im Online-Modus ein bisschen battle. Ich werde wahrscheinlich dann auch noch ein paar Freunde vom TS mit reinnehmen. Dass wir zusammen zocken, weil Rocket League hat ja Konsolen und PC übergreifenden Online-Modus. Das heißt, ich spiele gerade auf der Xbox One. Das bedeutet, wenn jetzt einer vom PC mitspielen will, ist das kein Problem in dem Game. Gut, wir spielen das Tutorial. Mal schauen, wie es wird. Ja, fortgeschritten. Ich spiele jetzt schon ein bisschen länger. Rocket League. Oder League. Ich sag League. Ist mir alle. Willkommen zum erweiterten Tutorial. Oh, na gut, dann. Dann gehen wir doch nochmal raus. Training wechseln. Ja, okay. Machen wir das Normale. Ich hätte gesagt, es wäre einfach nur das Normale, nur ein bisschen anders. Also ist es ja. Okay. Gut, willkommen zum Tutorial. In dem folgenden Tutorial lernst du die Rocket League Grundlagen kennen. Beliebige Tasten zum Fortfahren. Wir drücken einfach mal A. Verwende den linken Stick zum Steuern. Drücke RT, um Vollgas vorwärts zu fahren und LT, um rückwärts zu fahren. Oder rückwärts fahren. Schieße den Ball ins orangefarbene Tor. Machen wir das nochmal. Wir geben Gas. Können hier ein bisschen lenken. Und Feuer, juhei. Wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel zerstört. Nein, haben wir nicht. Okay. Tipp zum Springen auf A. Halte A gedrückt, um höher zu springen. Fahre geradeaus und springe um den Ball in. Was? Aber. Achso, der ist in der Luft. Okay. Wollte gerade sagen, ich kann ja auch überspringen. Juhu. Hat super funktioniert. Und wir haben 100 Boost. Hey. Halte links nach oben und unten gedrückt und drücke A zweimal, um nach vorne auszuweichen. Nutze diesen zusätzlichen Geschwindigkeitsboost, um den Ball ins orangefarbene Tor zu schießen. Und nach vorne. Oh. Gas geben nach vorne und Doppel A. Yeah. Haben wir geschafft. Was ist das? Geschwindigkeitsboost. Das Fahren über Boostfelder lädt deinen Boostzähler auf. Halte B gedrückt, um deinen Raketenboost zu aktivieren. Ja, das ist halt, wir können halt nicht, oh ja. Jetzt haben wir den da und jetzt können wir hier Speed und nach vorne. Oh, ich kann gar nicht springen. Eigentlich wollte ich gerade springen, aber das ging nicht. Ja, schade. Wo ist der Ball? Der Pfeil neben dem Battle Card zeigt auf den Ball. Tippe auf Y, um die Kamera auf den Ball zu richten und vor und zurück zu bewegen. Finde den Ball und schieße ihn in das Tor. Jetzt werde ich auf Teamspeak angestuft, das gibt's doch nicht. Okay, ich disconnecte. Safe. Gut. Weiter geht's. Wo war ich?
Ich glaube, wenn. Habe ich das schon vor? Ich glaube, ich habe alles vorgelesen. Also, Y. So, jetzt. Dann boosten wir hier mal ein bisschen. Ich kann nicht boosten. Ich kann nicht boosten. Als ob. Ich gehe wieder weg. Tschüss. Man kann einfach nicht boosten, wenn es nicht verlangt wird. Drücke, was halte ich gedrückt, um einen Power Slide auszuführen? Fahre bis zur markierten Stelle und mache einen Power Slide, während du mit linken Stick steuerst. Um einen U-Turn zu machen, fahre dann. Achso, während du mit dem linken Stick steuerst, um einen U-Turn zu machen. Fahre dann zurück zum blauen Ziel. Wo ist das? Hinter mir, okay. Also, geradeaus und. Wow, und. Was? Ach, ich darf nicht vom Gas runtergehen. Yay. Wow, ich bin vom Gas runtergegangen, deswegen hat es nicht gezählt. Sehr toll. Freies Spiel. Glückwunsch, du beherrschst die Grundlage von Rocket League. Sehr gut. Freies Spiel. Willkommen zum freien Spiel. Hier kannst du deine Fähigkeiten verbessern. Es ist immer alles. Was? Fertig abgeschlossen? Drück auf. Okay. Pause-Menü. Sehr toll, gell? Wie selbe ich? Immer noch 11. Wir können jetzt hier rumfahren. Haben jetzt hier unendlich Boost. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht. Ach ja. Das sind große Boosts. Die füllen immer bis 100 direkt auf. Das kann ich jetzt nicht ändern. Und das sind halt kleine Boosts, ich glaube, die füllen 12 jeweils auf. Schon. Auf jeden Fall können wir jetzt hier den Ball einfach rammen. Und natürlich hier genau ist nichts. Machen wir die Ballkamera an. Sieht man hier unten links auch Ballkamera? Jetzt kann ich hier Boost. Und man sieht auch unten links, ist mein Boost nicht leer, aber wenn ich jetzt hier Dauer booste. Ich bin so ein Lappen. Richtiger Vorführeffekt gerade. Also, im Spiel gibt es 3 Schwierigkeitsdaten von Bots. Und es gibt Anfänger, Profi und All-Star. Und gegen Profi gewinne ich eigentlich schon. Und jetzt habe ich B gedrückt anstatt Sprung. Aha. Gut, machen wir so. Von nach oben, geben wir nochmal einen drauf. Und geht er ins Tor? Nein, er geht nicht ins Tor. Und. Boom. Sehr schön. Oh, richtig scheiß Landung. Ich glaube, ich wäre auch so reingegangen, aber. Jolo. Muss schon sicher gehen, dass der reingeht. Obwohl, der wäre fast nicht reingegangen. So, ich kann auch hier die ganze Zeit jetzt im Kreis driften. Wenn ich will, wenn der X gedrückt hat und Gas gibt. Oder ich mache einfach so einen richtigen Scheißball draus. Ja. Ich glaube, es gibt auch noch mehr Tutorials. Trainingwechsel. Es gibt nämlich noch, ja, Freispiel haben wir jetzt gerade. Torwart. Machen wir über Torwart. Anfänger. Ja, ich spiele zwar schon auf Profi eigentlich, aber. Ich möchte hier alles von Anfang an zeigen, sozusagen. Also spielen wir Anfänger. Willkommen zum Torwarttraining. In diesem Modus kannst du deine Verteidigungskunst trainieren. Blocke möglichst viele Torschüsse. Machen wir das doch mal. Drücke RB, um einen Schuss zurückzusetzen und erneut zu versuchen. Du erhältst jedoch keine Punkte für diesen Schuss. Okay, da hätten das Ding schießt, glaube ich, besser. Okay. Und boom. Oh, wir haben unendlich Boost. Was ist was? Oben links. 1 von 1. 10. 1 von 10, okay. Ist im Moment noch nicht so schwer. Und boom. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht langweilig. Ich glaube, ich spiele jetzt einfach mal bis 10 durch. Kurz. Ich überspringe das mal, diese Rückblende. Und boost. Boom. Ich glaube, ich mache die Ballcam mal an. Da kann ich besser sehen, wo der Ball herkommt. Okay. Ballcam. Boost. Oh mein Gott, das ist so easy. Ob ich jetzt höre, weil der so schräg ist. Oh ja. Nein, als ob ich daneben bin. Okay, reset. Das sehe ich mal so gar nicht ein. Boom. So, jetzt haben wir. Okay. Okay, gut. Nächster. Jetzt auch mal ein bisschen. Einen Trick gemacht dabei und nicht einfach nur wild drauf losfahren. Und. Und Tor, Tor. Oh, schade. Der wäre rein. Der wäre rein auf jeden Fall. Ja, weiter. Er fährt oben auf. Da steht 8 von 6. 8 von 10, aber ich bin das. Habe 6 abgewehrt. Wissen Sie nicht. Achso, jetzt sind 7 von 8. Achso, wenn ich zurücksetze, wird er also nicht gezählt. Achso, okay. Schade. Oh, was ist das denn? Okay, also jetzt so seitwärts. Ich könnte jetzt glatt wetten, dass jetzt hier andere Leute kommt. Ja, war irgendwie klar. Wow.
Okay, wir haben 9 von 10. Den einen habe ich verpatzt. Leider. Aber. Kann ja mal passieren. 90%, juhei. So, wir machen nächstes. Das wäre dann Stürmer. Gut. Also Anfänger. Willkommen zum Stürmertraining. In diesem Modus kannst du deine Angriffskünste am Boden trainieren. Erziele wirklich wieder Tore. Ja, ja, wiederholen. Wissen wir schon. Müssen wir den jetzt einfach reinhauen? Ja, wieder unendlich Boost. Und verrückt hier. Oh, heck. Toller verrückt hier. Und ein Tor. Aber schön mit den Hinterrädern. Nettes Ding. Gut. Und. Bitte sag mir, dass der reingeht. Geht er nicht. Oh, wir haben noch 4 Sekunden. Oh, shit. Nein, der wäre rein. Oh, schade. Okay, zu stark angefahren. Fail. Haben wir wieder einen nicht. Ist der da hinten die ganze Zeit an der Kante? Ich glaube, ich fahre ihn einfach mal links an. Okay, haben wir. Ich habe schon 2 Sachen gemacht und schon 2-mal nicht geschafft. Wow. Und Speed. Speed, 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 Speed. Drin. Sehr schön. Wie liegt denn der da? Soll ich den wirklich von der Seite anschneiden? Also ob ich den nicht treffe. Oh mein Gott, nein. Und? Danke. Danke, hat noch gezählt. Oh mein Gott, das war schon auf 0. Das war extrem knapp. Genau 10 Sekunden gebraucht, steht unten. Oh mein Gott. Knapp, knapp, knapp. Oh, jetzt wurde er geschossen. Und boom. Oh mein Gott, bin ich Lappen. Ich bin so ein Lappen. Komm, 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 komm. Ach nein, ach, das ist wie. Ach so, wie im richtigen Spiel, dass er nicht den Boden berühren darf. Ach so. Okay. Okay, dann nochmal. Ich warte diesmal. Upp. Ich bin. Scheiße, schlecht. Danke. Oh mein Gott, das war extrem schlecht. Ist wahrscheinlich alles nur Vorführeffekt, weil wenn ich gegen Profis gewinne mit 8-0, okay, 8-1, wir wollen es nicht übertreiben, dann, ja. Ist halt jetzt nicht so, dass ich das hier nicht eigentlich hinkriegen würde, aber es ist halt so, als ob, ja. Es ist halt so, dass in einem richtigen Spiel das nie so sein wird, wie es hier ist. Es ist nie so, dass der Ball irgendwo still steht und du genau auf ihn drauf fahren kannst. Meistens hat es wirklich was mit Glück zu tun, dass du den Ball genau in dem Moment erwischt, wo du ihn brauchst. Also das hier passiert eigentlich nie. Nie liegt der Ball so vom Tor still, dass ich ihn so treffen kann. Jetzt fährt hier auch noch irgendwas vorbei. Oh mein Gott, gerade mal 5 von 9. Ne, 5 von 8, der 9. kommt jetzt aus. Der geht rein, glaube ich, hoffe ich. Oh nein, der geht nicht rein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin Lappen. Ich berühre den Boden. Ich bin raus. Oh, jetzt schießt wieder. Warte, die ganzen. Wollt ihr nicht direkt vor das Tor? Boom. Yeah. Cool. Das war der letzte. 60%. Ja. Oh, wir haben Erfolg. Feldwebel. Schön. Okay, dann machen wir jetzt noch Sprung. Anfänger. Sprung ist jetzt Sprung oder Flugtraining? Fliege mit dem Raketenmodus, okay. In diesem Modus kannst du deine Angriffskünste, ich wollte sagen Flugkünste, in der Luft trainieren. Fliege mit dem Raketenboost durch die Luft und erziele möglichst viele Tore, ja. Okay. Ja, ja, Schuss wiederholen, hier mehr schon. Ja, das kann ich mal zeigen, und zwar können wir jetzt hier angehen und dann. Und dann. Aber es ist extrem schwer. Das ist wirklich extrem schwer in dem Game. Wir setzen mal zurück. Einfach nur. Hat Spaß. Und. Okay, super. Sehr schön. Und der nächste. Das Video soll nicht ewig gehen, deswegen überspringe ich einfach mal immer diese ganzen. Oh nein. Oh nein. Zurücksetzen. Wir haben 12 Sekunden Zeit zum Fliegen. Also bin ich hier nicht treff. Und. Oh mein Gott, zu hoch. Viel zu hoch. Nein. Die krieg ich nicht. Ich muss wirklich direkt. Bin ich behindert? Ach, wie einfach Doppel-A drücken anstatt B in der Luft. Ich
bin das halt gewohnt aus einem anderen Modus. Nein, okay. Ja, endlich. Endlich haben wir's. Sehr gut. Oh, jetzt hängt er da. Und. Ja, sehr schön. First try. Okay, fliegen ist wirklich schwer. Muss ich wirklich dazu sagen. Also fliegen ist nicht das, was man so jeden Tag macht. In Rocket League. Also doch, macht man eigentlich schon, aber ich habe ihn getroffen. Es ist schwer zu kontrollieren. Und ich glaube, mit Controller ist es richtig schwer. Ich glaube, mit Maus und Tastatur wird es sogar noch leichter gehen. Weil du musst halt mit der Maus lenken, glaube ich. Oder Tastatur. Aber ich glaube, da hat man ein besseres, weil du musst halt tippen auf die Taste WASD, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich gehe mal davon aus, dass WASD ist. Und ich glaube, tippen geht leichter zum Korrigieren von der Höhe. Anstatt wenn ich jetzt hier mit dem Cursor rumhantiere. Aber ich habe ihn nicht getroffen. Ja. Mann, immer zu hoch. Ich springe jetzt später ab. Aber ich muss sagen, mir gefällt das ganze Setting auch und die Grafik ist auch nicht schlecht. Danke sehr. Also, die Grafik sieht super aus, finde ich. Das sieht super aus. Die Tribünen sind gerade leer, sehe ich gerade. Wenn wir keiner zugucken. Aber soweit ich weiß, sind wir im Spiel voll. Haben wir nie richtig drauf geachtet, aber ich gehe mal drauf los. Weil ich höre auch immer meistens Jubel. Also, ich bin gerade extrem schlecht. Oh, schönes Eck. Sehr schön. Aber ich will es ja nur zeigen, ich will jetzt hier nicht Rekorde brechen. Aber ich möchte ja auch gerne jedes schaffen. Weiß mir nicht auch, ob ich da jetzt die Punkte bekomme. Ich bin ein Lappen. Wirklich. Ein L-A-P-P-N. Bin ich behindert? 6 Sekunden, 5 Sekunden. Okay, wiederholen. Hätte ich nicht geschafft. Und Speed. Boom. Sehr schön. Cool, wir haben ein Tor und 8 von 10 sind wir schon. Muss schon sagen. Oh, wir haben 2 Tore. Super. First try. Sehr schön. Nächstes Tor. Nein. Och, Mann. Und Speed. Oh mein Gott. Ich glaube, man weiß schon genau, wie das im Online-Modus dann aussieht. Etwa so 80-0 verloren. Vielleicht glaube ich, wo mir da noch jemand dran, der schon ein bisschen länger spielt. Und dann kann ich mit dem lernen. Oh, ich habe ihn selbst. Ich glaube, das ist dann wirklich besser. Ich habe, glaube ich, ein paar Leute auf TS, die gerne Rocket League spielen. Und ich glaube, da funktioniert das dann schon. Und. Safe. Den letzten haben wir gemacht. Bin ich zufrieden mit. Gucken wir uns hier nochmal an. Zum grünen Abschluss. Boom. Schön rein. Hey, 30%. Das heißt, wir haben jetzt 60, 30 und 90. Das heißt, wir haben 180% von 300. Mehr als die Hälfte finde ich okay. Nee, nicht nochmal. Hey. Ich will nicht nochmal. Nein. Ich kann nicht mal Pause drücken. Jetzt kann ich Pause drücken. Training wechseln. Gibt's noch was? Ne, wir haben mal. Gut. Jetzt habe ich gerade Schluck auf, ist doch nicht ernst. Jetzt ab zum Lademenü. Und zum Hauptmenü danach. Was war das für Lag schon wieder? Oh, ich bin pink. Oder das ist ein anderer Mate, hallo. Garage. Hab was Neues, habe ich gehört. Ich habe einen neuen Boost. Ja. Nitros. LOL. What the fuck? Okay, nee, ich glaube irgendwo. Und wir haben eine neue Antenne bei Videogames. Die Halo-Antenne. Ah, UNSC, okay. Und wir haben Portal Aperture Laboratories. Oh, Portal. Aber ich habe gesagt, ich mag keine Antenne, also bleib ich auch dabei. Keine Antenne. Den Heiligen Schein behalten wir, der sieht cool aus. Und wir bleiben bei Hydro. Wir wollen Stachelräder und sonst bleibt auch alles behalten. Gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr mehr vom Rocket League sehen wollt, schreibt in die Kommentare. Und ja, das wär's mit dem Video. Als nächstes, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Videos machen. Also, wenn ihr schreibt. Also, außer wenn ihr schreibt, ihr wollt es gar nicht sehen. Dann wird vielleicht noch höchstens ein Video kommen vom Online-Modus. Und dann wär's das mit Rocket League. Aber ich hoffe mal, ihr seid da ein bisschen tolerant mit mir. Und lasst mich noch ein bisschen Rocket League spielen.
Ich finde das Spiel nämlich richtig geil. Und ich möchte gern euch daran teilhaben lassen, wie ich spiele. Gut, dann würde ich aber sagen, wär's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Rocket League. Und bis dahin, ciao.